Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei Secret of Mana, wo wir die Wüstenstadt El Oasis erreicht haben. Reden wir mit diesem kleinen Mädchen. Vesuvio ist verschwunden. Er hat im Feuerpalast gelebt. Salam alaikum in El Oasis. Wie kann ich helfen? Einfach ein Händler vor der Tür, okay. Ich glaube, die hat nichts Besseres für uns, weil wir das schon alles haben. Also, ciao. Nein, danke. Auf Wiedersehen. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Im Westen ist der Feuerpalast, haben wir gelernt. Ach, was für ein Zufall. Ich werde von hier fortgehen. Es ist viel zu heiß. Welche Waffe soll erneuert werden? Peitschenorb. Bitte. So, jetzt. Wunderbar. Danke, Berti. So, dann schauen wir doch mal nach. Wir haben jetzt die Kira ausgewählt. Jetzt nehmen wir mal die Luna. 33, 36. Dann hat die Luna auf jeden Fall die Peitsche. Wer bist du denn? Was machst du denn? Unsere Brunnen sind alle ausgetrocknet. Vesuvio, der Hüter des Feuerpalastes, entführt worden. Außerdem ist der Mana-Samen dort verschwunden. Omar, beim Barte des Propheten, ich, König Omar, habe ein Problem. Wir haben kein Wasser mehr und ein gewisser Viktor hat mir erzählt, dass der Mana-Samen aus dem Feuerpalast im Westen gestohlen wurde. Ja, ich verdurste. Hast du meine Mark für mich? Der Automat nimmt keine Scheine. Was ist ein Automat? Der Feuerpalast im Westen. Ich weiß gar nicht, müssen wir jetzt zuerst jetzt dann doch hier hin und oder dann erst zu der Weihnachtsinsel? Wir schauen mal kurz. Ach, hier geht's so wieder zurück. Feuerpalast im Westen. Wir gucken mal beim Feuerpalast vorbei, wenn wir den erreichen. Ansonsten gehen wir zur Weihnachtsinsel. Kommen wir da überhaupt hin? Oh, was haben wir hier? Eine Ente? Schlammbombe. Na toll. Wie gesagt, zum Trainieren ist es hier ganz gut, aber prinzipiell ganz schön nervig. Da mag ich dann doch lieber auf der Weihnachtsinsel trainieren. Na komm, zeig dich. Spinnenbein ist erledigt. Na gut, wir gehen mal weiter. Ah, ich dachte, im Westen ist der Feuerpalast. Aber es ist jetzt schon wieder verlaufen. Nein. Wir gehen erstmal hier so ein bisschen durch, um zu gucken, ob das überhaupt sinnvoll ist. Ach, kommt schon, Leute. Lasst euch hier nicht ärgern. Warte mal, die hat doch jetzt wieder alles aufgefüllt, die Kira, ne? Nein. 0 von 18. Mist, wir hätten vielleicht schlafen sollen. Jetzt ist auch zu spät. Jetzt sind wir schon unterwegs. Hier ist auf jeden Fall der Feuerpalast, wo wir direkt angegriffen werden. So, ist hinüber. Oh, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Wir gehen jetzt einfach mal diesen Weg, wenn wir schon mal hier sind. Na komm, die hauen wir noch weg. Jetzt weiter. Solange es hier so heiß ist, können wir nicht weitergehen. Okay, da können wir also nicht weiter. Müssen wir dann doch erstmal zur Winterlandschaft. Ich glaube ja fast schon. Kommt ihr, Leute. Lasst euch hier nicht aufhalten. Kommt doch. Ach, da komme ich nicht hoch. Kira reicht Level 25. Da kommen wir gar nicht hin.
Nee, da kommen wir nicht hin, da ist eine Mauer im Weg. Ich glaube, wir können hier noch gar nicht lang. Weil ich glaube, wir müssen erstmal zur Winterlandschaft und irgendwie... Ich weiß es nicht mehr. Ich meine auch, dass man die Winterlandschaft zuerst machen musste. Die waren also prinzipiell schon richtig, aber... Gut, jetzt wissen wir auch zumindest den Ort von der Wüste. Ich würde sagen, dann hauen wir erstmal hier ab. Kommt, Leute. Kommt, trainieren können wir noch in der Eislandschaft. Ah. Wie sie mich jetzt hier trollen wollen. Jetzt kommt halt doch. Schnell weg hier. So, und ab dafür. So, dann müssen wir zurück zur Wüstenstadt. Und von dort aus mit der Kanone weiter zur Weihnachtsinsel. Wo wir auch noch den Weihnachtsmann retten müssen. Der ist ja auch verschwunden. Haben wir von Rudolf erfahren, lustigerweise. Naja, wollen wir uns das Ganze mal anschauen. Kommt. Gar nicht provozieren lassen. Sollten wir vielleicht... Nee, wir schlafen in der Winterstadt. Da können wir da direkt auch speichern. Dann wollen wir mal. Ich hoffe, dass ich da richtig bin. Trüffelfeld? Nee, Weihnachtsinsel. Erkältet euch nicht auf der Weihnachtsinsel. Auf die Kanone! Nee, wir haben ja uns gute Kleidung gekauft. Nur da in der Weihnachtsinsel werde ich auf jeden Fall auch die Gegner weghauen, weil wir dann ein bisschen Erfahrungspunkte bekommen. Also da werde ich die Gegner bekämpfen. Aber wir sind... Sind wir beim Dorf? Ja. So. Ihr Robben. Lasst uns speichern. Beziehungsweise schlafen. Eine Nacht. Jawohl. Und wie es der Zufall will, hat dieses Haus genau nur 3 Betten für unsere 3 Charaktere. Aber so war es halt früher bei den Spielen, da hat man sich nicht großen Kopf gemacht um Logik oder sonst was. Hauptsache man konnte spielen und das war halt früher ein ganz besonderes Spiel. Secret of Mana habe ich so sehr gesuchtet damals. Und nach so vielen Jahren... endlich dann wieder zu spielen. Wenn man auch überlegt, dass es über 20 Jahre her ist, die Zeit vergeht. Wahnsinn. Das ist echt schon Wahnsinn. Trotzdem sind leider die Probleme der heutigen Zeit die gleichen, wie es damals waren. Damals war es sogar noch stellenweise besser. Kriege gab es zwar auch da schon, aber heutzutage nur Chaos. Traurig. Aber gut, ich will jetzt nicht zu sehr ablenken. Genießen wir lieber das Spielgeschehen an die schöne Erinnerung von früher. Und Luna ist jetzt ein Level gestiegen. Level 25. Das ist sehr schön. So können wir noch ein bisschen Stufen steigen, während wir auch vorwärts kommen. Wenn wir nicht 10-mal von dem gleichen Wolf zurückgedrängt werden. Jetzt aber. So, hier ist schon viel angenehmer zu leveln, weil die Wölfe... Die machen zwar auch ihren Schaden, aber ist halt angenehmer gegen die zu kämpfen. Finde ich. So, nochmal ein drauf. Der ist immer noch nicht tot. Jetzt aber. Sehr gut. Es geht eigentlich. Beim letzten Besuch fand ich, dass wir da mehr auf die Mütze bekommen haben. Aber kann jetzt auch Einbildung sein, klar. Ich meine, so lang ist das jetzt auch nicht her. So, kümmert ihr euch mal den Igel. Ja, eigentlich genau andersherum, aber gut. Dann kümmere ich mich um den Igel.
Efeu-Mantel. Wir sind confused. So. Hier wäre die Kanone, da wollen wir aber nicht hin. Wir wollen uns weiter umsehen, diesmal. Es gibt mehrere Wege. Ich entscheide mich mal für den linken Weg. Da kommen wir eh nicht weiter, von da oben waren, kamen wir ja quasi. Was sind das? Eine Schildkröte mit Lanze. Was bist du? Ey, hör auf. Stirb, Schildkröte. Och, und Kira hat sich da oben verfranst. Ganz schön aggressiv, diese Schildkröte. Eisklinge. So, machen wir erstmal den Wolf weg, so. Oh, da ist sie hinüber. Oh, hier geht es direkt weiter. Was haben wir denn hier? Ein Wolf. Er ist keine Gefahr. Kiras Waffenlevel ist gestiegen. Lanze erreicht Level 4. Das freut mich doch. Gehen wir mal weiter. Komm, der Igel ist mir zu doof. Der hält so viel. Was ist das? Was bist du? Je. Eine türkise Wolke. Was auch immer die macht. Weißt du was, Kira? Nee, Luna, das ist dein Einsatz. Zeig mal, was du kannst. Hau mal die Wolke weg. Oh, ist bei der Wolke nicht so effektiv. Oh, die ist aber verschwunden. So, ciao. Wieder eine komische Wolke. Laufen wir gerade im Kreis? Ja, wir laufen im Kreis. Dann wollen wir doch mal... Ach, kommt doch, Leute. Hier hoch. Die nehmen die Gegner mit. Das ist auch schön. Säureregen, Level 3. Nein, jetzt sie. Luna tot. Ach, Mist. Weil ihr da so lange rummacht mit den Gegnern. Na gut, dann wollen wir die Luna wiederbeleben. Oh, Mist. Das kam jetzt unerwartet. Na kommt, wir gehen mal weiter. Kommt, kommt, kommt. Die sind schon doof, diese Wolken, weil die kann man nur mit... Oh, nö. Die sind doch gerade erst angekommen. Schon wieder so ein Kaktus-Ding. Gut, dann machen wir das halt auf die harte Tour. Machen wir mal die Ranken hier weg. Funktioniert das mit dem... Ach, Mist. Nein, das wollte ich gar nicht. Ich dachte, das wäre noch die Luna. Funktioniert der Blitz überhaupt? Ist das überhaupt effektiv? Na toll. Eins, weil er eingegraben war. So, dann erneut. Das mal begutachten. Toll. Schon wieder eingegraben. Klingt ja sehr viel. So, jetzt aber erneut. Verdammt. Geht nicht, denn jetzt diesen Zauber wirkt der dann einigermaßen. Na toll. Ist noch in der Schale drin. Von daher 1. Hat es absolut gebracht, nämlich gar nicht. Echt ärgerlich gerade. Kriegt sie halt Mana dazu. Gräbt sich sofort wieder ein. Ich glaube, da kannst du es vergessen mit Zaubern. Hat da recht wenig Sinn. Außer man würde es komplett perfekt timen. Aber eins würde Sinn machen, und zwar, wenn wir uns heilen. Das war Kraftwasser zum Heilen. Heilaura war nämlich genau nicht heilen. Würde nur den Zustand kurieren. Verschwinde, blauer Kürbis. Na gut, dann vernichten wir den Gegner halt so. Diese Ranke, ich weiß gar nicht, warum. Was bringt diese Ranke?
macht uns nicht mal wirklich Schaden oder sowas, die Ranke. Die ist halt einfach nur da. Komm, verzieh dich. Dann halt so. Oh. Jetzt taucht er auf. So kann ich doch da mehr Schaden machen. So macht das auch mehr Sinn. So macht es auf jeden Fall mehr Sinn. So, nochmal Kraftwasser auf alle. So. Alle nochmal geheilt. Spallreiher ist erledigt. Ja, warum ist er das denn nicht? Jetzt aber. Was? Jetzt hat er sich noch geheilt. Dein Ernst und mein Angriff ging voll daneben dadurch. Wo taucht er auf? Oben. Jetzt kriegt er schon wieder keinen Schaden, obwohl... Das ist ja echt nervig. So. Dafür kriegst du halt so oft dann einen drauf. Wo kommt er jetzt? Hat er schon wieder keinen Schaden dadurch bekommen? Das ist ja unfair. Jetzt aber. Zumindest etwas. Der ist aber auch hartnäckig. Der ist hinüber. Okay. Ja, wir sind zwar... Keine Ahnung, wir kommen in die Region an, in der Wüste, kriegen Endgegner, machen die Weihnachtsinsel, kriegen Endgegner. Ja. Gut. Nehmen wir mal so hin. Und weiter geht's. Ja. Aber mit dem Bogenorb geht es erst weiter in der nächsten Folge, denn wir sind schon leicht in Überlänge. Was diese Folge angeht. Aber wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch gerne einen Daumen nach oben da. Seid beim nächsten Mal uns. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Ich bin alleine. Und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Und bis dahin. Tschüss.